So, dann mal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession, noch am selben Abend wie die letzte Aufnahmesession. Denn meine Frau war so nett und hat sich ins Gästezimmer verzogen und hält einen kleinen Serienmarathon ab. Also demnach habe ich Zeit zum Aufnehmen. So, die Frage ist natürlich, was machen wir denn Schönes? Ich glaube, ich... Oh, guck mal, der Ofen ist aus. Dann mache ich mal erstmal wieder hier leer. Der ging aber schnell jetzt. Machen wir mal gerade. Dafür brauche ich erstmal wieder Holz. Ich weiß nicht genau. Einfach mal so machen. So. So. Kriegen wir hin, oder? Da. Da. So. Okay. Zack. Zack, zack, zack. Okay. Haben wir das auch wieder leer gemacht. Wunderbar. So. Geht ja ruckzuck. So. Gut. Und wieder da rein. Dann kann ich ja hier wieder Holz reinwerfen. Aber ich glaube, wir haben keins mehr. So ziemlich. Ich will da hauptsächlich Spruce verwenden. Weil Spruce kriegt man... Hab ich gerade eben rausgeholt. Weil Spruce kriegt man viel einfacher. Als jetzt zum Beispiel Oak oder so. Das ganze Eichenholz, was wir hier haben. Das würde ich gerne aufheben, weil ich vielleicht bauen möchte. Deswegen hebe ich mir das auf. So, das kommt erstmal wieder hier rein. So, jetzt muss ich erstmal Experiment starten. Dafür brauche ich erstmal... das kann man hier weg. Das kann auch erstmal weg. Ich brauche noch ein paar Blöckchen. Hier, Monsterlot und Naturkram. Da, Monsterlot. Lot. Egal. Ja, mal hier diese. Bisschen Erde daher. Ich muss das nämlich mal gucken. Also. Ich meine aber, ich weiß das noch, wie das aussieht. Und 3. So. Genau, ich meine, dass das Rad geht. So. Meine ich. So. Also 5. Ne? Und dann ist hier noch. Da ist auch noch. Hier ist noch. Hier ist noch. Hier ist noch. Und hier ist nichts. Also hier, 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 hier und hier. Das ist die Form des Rades, ne? So, und wenn man dann jetzt von da oben da Wasser langlaufen lässt, dann noch hier runter, dann da, dann hier runter, hier rein und dann wieder hier unten drunter durch, dann hat man fast das Maximale. Man kann noch ein bisschen tricksen, indem man von da noch so Wasser dagegen laufen lässt, dann hat man fast das ja, Maximale. So. Von da noch Wasser weglaufen, ich weiß nicht. Ich will es ja nicht maximieren. Ich will es mal ein bisschen stylisch versuchen. Ob ich es hinkriege, weiß ich nicht. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ne? Das sechste ist das Wasser. So. Jetzt gucken wir mal. Hoppala. Also. Aua. Hier ist das Wasser. Dann hier 1, 2. Also 1, 2. Na komm schon. Okay, ist Wasser. 1, 2. Dann ist das hier die Mitte. Kann ich ja schon mal das Ding hinsetzen.
So, die Frage, muss es auch auf dieser Höhe, auf diese Dings hin? Dann ist ja hier und hier Rad, muss hier Wasser. Nee, das haut nicht hin. Das Wasser soll ja. Ich muss auf jeden Fall eins nach rechts. Ich würde die gerne mal übereinander. Deswegen will ich so mal austüfteln, wie ich das denn aber bewerkstelligen könnte. Also da müsste ich hin. Huh. Du sagst es. Das müsste ich mal austesten. Wenn dann jetzt das Rad so weit geht, dann muss an dieser Stelle hier muss dann das Wasser laufen. Das Wasser runter. Und dann sollen wir mal ausprobieren, oder? So. Ne? Läuft das Wasser? Dann muss ich hier auf jeden Fall dicht machen. Lass mir mal das da abreißen hier. Zack, zack. So. Puh, okay. Mensch, fliege, verschwinde. So. Und so. Sollte hinhauen. Ist die Frage, da mache ich Ziegelwand dahinter, oder? Ich finde das mal ein bisschen schade. Früher das viel besser aus. Dann lief das Wasser auch wirklich durch die Zanken. Die waren ein bisschen länger. Okay. Frage, eigentlich müsste vorne so eine fette Glasfront hinhauen oder sowas. Muss ich gucken. Was ist, wie ist das Wasser vorne rum runter? Das will ich ja vermeiden. Das bräuchte ich Clear Glas am besten. Also so randloses Glas wäre am besten natürlich. Was ich hier hinten dran mache, weiß ich dann noch gar nicht. Soll ich einfach Erde hochziehen? Das wird ja doof aussehen, oder? Obwohl, man sieht es wahrscheinlich sowieso nicht, oder? Ja, einfach Holz. Holz hoch. Das ist schwierig. Ich habe keine Ahnung, was ich am besten da hinten dran mache. Stein, aber gebrannten Stein, aber dahinter hochstapeln. Aber das habe ich nicht. Erde. Mache ich Erde. Hau ich da Erde hin. Mach ich dann jetzt wieder fest. Also. So. Ich mach da jetzt einfach Erde hin. So, das lassen wir mal gerade offen. Die schaue ich mal da weg. So. Aber da vorne muss ja dann Glas hin. Lass mal gucken, habe ich denn vielleicht ein Schüsselglas, was denn schön klar ist?
Muss ich vielleicht erstmal ein bisschen Glas brennen. Habe ich noch irgendwo Glas rumfliegen? Da haben wir noch Glas rumfliegen. Geben wir mal so ein Stick. Und einen Schüssel hätte ich gerne. Den habe ich schon bei den Tools. So, Tools waren glaube ich hier. Schüssel. Die Axt könnte ich auch mal gerade benutzen gleich. Schüssel, Schüssel, Schüssel. Bin ich blind oder was? Das ist kein Schüssel, das ist ein Schüssel. So. Gucken wir mal. Quay bordered. Not quite clear glass. Stone framement, steel framement. Bubble. Twigs. Wir probieren einfach mal aus. Das passt doch prima, oder? Und man kriegt's wieder. Schön. Warum hat man jede Menge davon? Man kommt eine fette Glasfront davor. Aua, und dann sieht man die vielleicht nicht. So, lass mal gucken. Also. In diesem Fall. Hier ist Rad, hier ist kein Rad. Das heißt, es muss. Gib mal den Erdblock da. Es muss quasi hier anfangen. So, an der Stelle kommt das Wasser dann hin. Die Frage, ob ich diesen Berg hier wegmache, damit man das besser sieht, aber wohl. Gerade schwierig zu überlegen. Diesen Baum tue ich erstmal da weg. So. Das bisschen Berg hier ein bisschen weghaue. Ja, komm, das sieht bestimmt stylischer aus. Lass mal gucken. So. Der ist ja ruckzuck weg. Kurz auf diese Ebene bringen. So. Hoch nicht. Gut, läuft weiter. Ich dachte schon wieder abgeschmiert oder sowas. So, dann kann ich ja hier quasi das Glas runterziehen. Aber man sieht schon ein bisschen den Rand. Ja, okay, aber. Wenn ich das Ganze bis an den Rand ziehe, dann sieht man es ja nicht mehr, dann glaube ich. Mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin. So. Okay. Da muss ich dann auch dicht machen. Dann gib mir mal die Erde. Dann muss ich doch mal hier schon dicht tun. Fackel hin. So und so. Wie viele Räder kriege ich, würde ich dann hinkriegen? Das stellt noch ein paar mehr übereinander staple. Bevor ich das Wasser laufen lasse. Also zack, 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 zack. Mal gucken. Lass mich mal gucken. Ich will mal ein paar Räder machen. Vielleicht kriege ich noch zwei hin, oder? Noch zwei machen. Oder noch zwei hinkriege. Eins, zwei. Ich mache mal noch drei. Dann machen wir drei Stück übereinander. Mal gucken, wie es dann aussieht. Ich weiß nicht, wie es aussehen wird. Deswegen will ich es einfach mal ausprobieren.
Drei Stück machen wir mal noch.